Servus Freunde und willkommen zurück bei der... Kannst du aufhören, mein Intro zu bomben, bitte? Bist du nächstes Mal. Servus und willkommen bei der Shisha. Du musst in Cutter denken, Konsti. Ja, ich merke das. Du musst in Cutter denken. Wie in den 90ern. Schnitt. Ja. Cut. Action. Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute das nächste Ründchen Community-Kopfbau. Konsti ist wieder mit am Start. Wir gucken uns eure Clips an, die ihr eingesendet habt. Denkt dran, es ist gerade kurzer Annahmestopp. Es startet dann wieder mit einem neuen Thema. Aber wir haben noch ein paar von den anderen Videos, beziehungsweise von den alten Videos, die schon eingesendet wurden. Und genau da springen wir jetzt auch rein. Ulubai-Mert haben wir am Start. Wir schauen mal rein ins Video. Erstes Problemchen, wir sehen nicht einen KS-Apo, sondern einen KS-Apo-Fake mit einem Sieb. Ich schätze, da würde er noch ein Kamin drauf kommen. Deswegen, Mert, nichts für ungut, wäre schon mal kein Seller für mich. Das wäre jetzt der Punkt. Stell dir vor, Mert würde mit diesem Kopf kommen und sagt, willst du den rauchen? Was würdest du sagen, Konsti? Warum nicht? Nee, pure Begeisterung. Pure Begeisterung. Nein, warum nicht? Ich sag mal so, wenn der Kopf gut gebaut ist, funktioniert für mich auch ein Kamin. Echt? Ja. Also wenn derjenige jetzt, sagen wir mal, nur diesen Kopf hat oder nur ein, zwei Köpfe hat und er bietet mir diesen an und er hat nichts anderes da, bin ich auch damit zufrieden. Okay, ja, sagen also, wir nicht die höfliche Antwort, die du der Person geben würdest, sondern würdest du dir denken, ja Mann, da habe ich richtig Bock drauf. Nein, nicht unbedingt. Okay. Weil ich halt was anderes gewohnt bin. Nicht, genau. Weil es schlecht ist. Ne? Also das auf keinen Fall. Ja, für dich persönlich ist es das, genau, ist es nicht das schlechtere Setup. Genau, für mich persönlich ist es das, ja, schlechtere Setup, richtig. Ja. Bin ich bei dir. Aber, also, ich würde ihm ja nicht, wenn ich bei jemandem wäre und er würde fragen, hey, willst du einen Kopf rauchen? Ich hätte hier den. Dann würde ich nicht sagen, Walla, Bruder, verpiss dich mit deinem Kamin. Nein, auf keinen Fall. Also, da ist das, denke ich, gescheiter Mensch von. Aber ich würde mir wahrscheinlich schon denken, so eine Harmony Bowl, so ein Oblako, ja, so ein Kalau drauf, bisschen Kontakt. Aber ich sag mal, das Ergebnis muss überzeugen am Ende. Das, ja, ist das Wichtigste. Aber das ist ja genau der Punkt. Das überzeugt eben nicht so oft beim Kamin. Aber hey, wenn die Jungs das gerne rauchen, gar kein Problem. Oh. Dann ist das so. Wir schauen mal rein. Also es gibt ein Cinderella, ist das, ne? Ja, Cinderella von True Passion. Das Ganze hier schön in den Steinkopf rein. Mit der Zange an sich kein Problem. Man muss sie nur danach gut sauber machen, bevor man an die Kohle geht. Im besten Fall hat man eine Zange für die Kohle und eine für den Tabak, wenn man das mit der Zange machen will. Aber für einen Kamin-Steinkopf-Kopfbau, sehr schön. Wir haben nur hier eine kleine Lücke. Die wird aber, denke ich, ausfüllen. Ich schätze mal, dass sich das noch rein verteilen wird. Ansonsten könnte da noch ein Klecks Tabak hin. Aber ansonsten, er drückt nicht großartig, er verteilt es nur ein bisschen. Sieht soweit sehr, sehr gut aus. Er guckt, dass nichts auf dem Rand liegt hier, das macht er schön frei. Aber er hat in der Mitte so ein bisschen lochmäßig, ne? Das macht keinen Sinn. Bei einem Mehrloch willst du trotzdem, du willst, dass der Tabak schön fluffig drinne liegt, aber man macht überall Tabak hin. Das soll ja überall durchziehen. Ja, also diese Lücke. Ja gut, okay, er füllt sie nochmal auf. Okay, nice. Ja, gut. Dann nehmen wir an der Stelle schon wieder alles zurück. Alles zurücknehmen. Wir sind uns schon ein bisschen vorschnell. Aber ich sag mal so, ich denke mal, der Kopf wird gut laufen. Das auf alle Fälle. Ich glaube, der wird nicht schlecht laufen. Für einen Kaminkopf wird er gut laufen. Ja, aber randhoch gebaut mit Sieb, wunderbar, schön verteilt, keine Lücken, Kamin drauf, drei Kohlen drauf, let's go. Das ist auch schön, mal wieder einen Kamin zu sehen, muss ich sagen. Ja, ich... Lass mal was anders. Also Alu gucke ich mir gerne an, Alu-Sieb, Apple on top, sehe ich alles gerne, aber Kamin ist so, braucht die Shisha-Welt einfach nicht. Gibt es irgendwas, was du im Kamin machen kannst, was du nicht mit einem anderen Setup schaffst? Nein, das auf keinen Fall. Findest du jedes andere Setup besser als Kamin? Ja. Mittlerweile ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir in Deutschland diese krasse Kaminkultur hatten, weil sich die anderen Kulturen dadurch nicht so entfalten konnten. Richtig. Oktopus halb Start, ein Schlauch dran, vier Kohlen drauf, läuft. Checker. Noch eine kleine Zeitlupe eingebaut, ja. Also ich sag mal so, es wäre... Ja gut, mit vier Kohlen sollte das doch gut laufen. Haben wir aber auch eine Zeit lang gehabt, kannst du erinnern. Ja. Aber dann sollte, ne, dementsprechend Hitze, sollte da auch was kommen. Zug Nummer 3. Also für 3 Züge, wunderbar. Bin mal gespannt, wie das Ganze qualmt, wenn sie jetzt komplett angeraucht haben. Ist halt die Frage, sind 4 Kohlen auf Dauer zu viel? Weil der war schon relativ hoch. Ja.
Auf jeden Fall gut Wind am Start bei den Jungs. Sieht so ein bisschen ghetto-mäßig aus, so ein bisschen Shisha-Keller-mäßig. Ein schöner Arizona dazu, sehr gut. Boah, das ist ja kein Leiden, das ist so süß. Echt? So, so ich mag es super süß. Gerne. Aber läuft. Ja, läuft. Sieht gut aus. Rauch ist auf jeden Fall ordentlich am Start. Auf den Teller. Sah cool aus, ja. Oh, kleiner Trickshooter. Trickshooter? Nee, absolut in Ordnung. Auf jeden Fall hat der Michael auch ein Video reingeschickt von seinem Kopfbau. 3 Minuten 40 geht das Ganze. Hooker John Harmony Bowl und Nameless Black Nana wird gebaut. Sehr nice. Werkbund Kopfbaubrettchen ist am Start. Werkbund Gabel ist auch da. Deutlich kleinere Dose als bei dir. Aber wir sehen, der Black Nana kommt locker fluffig einfach in das Köpfchen rein. Einmal rundherum. Genauso wie ich. Ich halte meinen Kopf auch mit einer Hand. Ich nehme aber tatsächlich, ich glaube, er ist links, wenn er mit links die Gabel so gut bedienen kann. Ich nehme immer die linke Hand und halt auch so den Daumen aufs Funnelloch. Da braucht man auch keinen Funnel stopfen. Hände waschen danach macht man eigentlich sowieso. Von daher, ich mache das ziemlich genauso wie er, muss ich sagen. Mittlerweile halte ich sogar relativ oft nicht das Funnelloch zu. Dann fällt halt mal ein Tabakblatt rein. So what? Also passiert da beim Kopfbau. Wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo ein Kopf gebaut wird, da fällt auch mal ein Flöckchen Tabak. Richtig. Er fängt jetzt an mit dem Verteilen. Wir gucken mal, wie es verteilt aussieht. Aber erster Eindruck, sehr nice. Sieht gut aus. Verteilen sieht auch gut aus. Ich bin gespannt, wenn wir es gleich mal aus einem anderen Winkel sehen. Ja, hätte man vielleicht noch minimal... Ja, nee, also... Rand noch frei machen ein bisschen. Ah ja, macht er so, okay. So kann man es auch machen. Ja, Trick 17. Auch eine Technik, die ich noch nicht gesehen habe. So mit dem Reindrücken. Echt? Mit dem Papier, nein. Oh, sieht man eigentlich häufiger. Nein, noch nicht gesehen. Okay. Also reingedrückt, Rand frei gemacht, Rand sauber gemacht. Schön sauberer 1 plus Nieres am Start. Rauf auf die Harmony Bowl. Wunderbar. Oh, Feinjustierung. Ja, ja, Feinjustierung. Ach, ein bisschen Candy Color haben wir auch noch. Die KFS in Schwarz und Gold. Ja, ist sehr schön. Ja. KFS. Komplett los. Erst so tröpfchenweise und dann rein in die Masse. Let's go. Shisha-Turbine für Arme. Zwischendrin ein bisschen vapen, man kennt's. Grüße geht raus. Komm, da vape ich auch eine Runde mit. Geht mehr als der Kopf, hä? Ein bisschen. Die Glühbirne ist nice. Ja, die sind echt cool. So als Tischdeko. Mit noch so kleinen Dingern drinne. Ja, ja, da sind auch so kleine Glühbirnen drin. Rauchentwicklung sieht auch gut aus. Das müsste eine Retro-Harmony sein, oder? Mit dem etwas dünneren Hals. Ja. Rauchentwicklung sieht sehr nice aus. Absolut wunderbar. Schöne Pfeife, schöner Kopf, schöner Kopfbau, schöner Tabak, schöne Rauchentwicklung. Als das bis jetzt das Beste, finde ich, von heute. Doch. Das ist mein heutiger Community-Kopfbau-Award. Definitiv. Geht da raus. Fabio haben wir. 2 Minuten 40. Im ATH Traverten das Ganze gebaut. Sehr nice. Ah, wieder weg, Mano. Deine Community, Wahnsinn. Schöne neue Dose öffnen. So, Black Nana ist umgerührt, neues Döschen ist am Start, sieht schön feucht aus, so wie das sein soll. Kann man auch machen, sehr, sehr gut. Ja, wenn du so ein 14-4er hast oder so, passt das in einige Köpfe rein. Also es muss nicht immer ein gekaufter Funnelstopfen sein, ein bisschen Zewa, ein Schlauchadapter, irgendwas, was ihr rumfliegen habt, was da reinpasst. Und schon habt ihr euren Selfmade-Funnelstopfen. Und der ist geübt. Das geht relativ flott von der Hand. Ja. Ja, ja, wunderbar, genau. So, Tabakmenge. Oh, okay, noch ein bisschen mehr. Ich hätte fast gesagt, es reicht. Aber es ist auch immer. Ich hätte eher rechts ans Eck noch ein bisschen was gemacht. Ja, aber es ist auch immer schwer, wenn man nur eine Perspektive hat. Von ihm aus sieht das vielleicht ganz anders aus. So, jetzt wird das Ganze noch verteilt. Ich hoffe nicht zu sehr und dass wir ein schönes, locker, fluffiges Overpack sehen, beziehungsweise Vollkontakt. Overpack heißt ja eigentlich, dass der Tabak über den Kopfrand rausgeht. Das ist jetzt beim Traverten relativ schwer. Vollkontakt heißt, dass die ganze Fläche von der Smokebox unten Kontakt hat und nicht nur die Noppen. Den Kopf kann man übrigens auf beiden rauchen. Ja, sehr, das geht. Also ich meine, klar, es ist auch Zeitraffer, ne? Ja, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Also, das wirkt dann immer ein bisschen anders, aber sehr schön, ne? Das wird ein gutes Kontakt-Setup, sehr nice. Also, ich muss sogar fast sagen, na, ich weiß nicht, er oder die Harmony Bowl, beides sehr, sehr nice. Beides sehr nice geworden, aber du siehst auch wieder hier beim Schnitt, wie sehr oder wie leicht sich damit arbeiten lässt. Ja, ja, genau. Ne? Also wäre das jetzt der Somo, ohne ihn nachzuschneiden, wäre es deutlich schwerer gewesen. Aber Somo nachgeschnitten kriegt man halt auch so hin. Sehr schöner Kopfbau.
das ganz kleine Fitzelchen hätte man noch mit dem Kopf holen können. Die Fliege, die hat auch Bock auf Black Nana. Also fast der Schlag. Karl Lautroff. Und wir sehen schon, ne, der dotzt nicht. Nee. Oh, Shisha-Tupi. Die Lidl-Schlappen am Start. Ich brech weg. Geil. Schleichwerbung. Schleichwerbung für Lidl. So, Kohle ist ready. Sieht draußen erstmal sehr hell aus, hat aber nichts zu heißen. Draußen sieht das meistens ein bisschen wie aus. Oh, sehr nice. Sehr schön farblich abgestimmt. Wohnzimmerfarbe, Holzfarbe gefällt mir auch alles ganz gut. Aber abgesehen davon, die Dash in Weiß mit dem blauen Sleeve, der ja unglaublich gut zu dem Traverten in Blau passt. Dann auch das passende Mundstück, die Frozen Bowl und auch das Wasserblau gefärbt. Und das Mouthpiece auch noch. Also ich glaube, wir sind uns bei einem einig. Ja. Setup des Tages. Mega schön. Setup des Tages. Sessel habe ich auch. Und chillig. Läuft. Sehr nice. Und es passt am Mouthpiece, wie gesagt, alles abgestimmt. Eine Cola noch am Start bei der Pfeife. Sehr geil. Ja, da war es noch schön warm draußen. Ja, sieht so aus, ne? Die Sonne scheint, der Balkon, die Tür ist offen. Auch mega nice, mal mit dem Bäumchen da hinten. Die Cloud Buddies haben auch ein Video reingeschickt. Das klingt auf jeden Fall nice. Fritz Cola Untersätze, auch schon mal sehr sympathisch. Oblaco M, wir fangen direkt an. Es sieht auch aus, als wäre umgerührt. Locker fluffig den Tabak in den Kopf fallen lassen. Ja, aber irgendwie sehr orange. Gut, das könnte natürlich auch die White Balance von der Kamera sein. Ne? Auch der Kopf an sich ist relativ orange. Ich glaube, so einen orangenen Oblaco habe ich noch nicht gesehen. Auch die Hand ist sehr rot-orange. Ich glaube, es ist die White Balance. Oder da wurde nochmal ein bisschen Sättigung reingeklatscht im Nachhinein. Man kann nie zu viel Sättigung haben. Ja, man kann zu viel Sättigung haben. Ja. Das ist auch ein guter Trick. Einfach die Griffstückseite der Gabel nehmen. Nochmal ein bisschen antupfen. Randfreimachen. Das reitet auf der Gabel. Ja, es wird immer mitgenommen. Oh, jetzt ist es weg. Okay, da wird der richtig schöne Krater gemacht. Nochmal ein bisschen nachverteilt. Ja, es geht in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall. Geht in die richtige Richtung. Da kam gerade die Schärfe ins Spiel, hast du gesehen? Ja. Ja, also ich sag mal so, ein bisschen schöner verteilen hätte man es können, auch hier so, also ne, ihr seht ja, da guckt viel hoch und da hängt viel, bisschen kreuz und quer, das hätte man noch ein bisschen schöner machen können, auch in der Mitte hängt noch ein bisschen was, aber auch der Kopf, Kalaut drauf, Hitzemanagement on point und dann wird das schon in Ordnung sein. Das wird auf jeden Fall laufen. Aber es fehlt ein bisschen Tabak in der Ecke gefühlt. Ja, er hat's gemerkt. Macht er die richtige Ecke? Rechts? Du meinst hier, ne? Da. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, sieht gut aus. Nice. Konsti ist hier der Nachlegevorherseher. Nee, wie war's? Warseher. Der Warseher. Jetzt kommt das Ganze auch schon viel besser. Aber es ist so leicht, ist so. Es geht so. Ja, es ist so eine kleine Welle, Berg- und Talfahrt auf jeden Fall. Ja, also da wäre noch ein bisschen was gegangen, aber Kalaut drauf, Hitze drauf und dann, Ja, Rauchentwicklung sehen wir nicht. So, Sören hat auch noch ein Community-Kopfball-Video. Moin, Schöwigi. Wir sehen auf, moin, was ist das denn? Ambrosia. Ach, der Oldschool-Ambrosia, oder was? Machete, Hukain, was ist das? Das ist Peak von 187. Ja, das sah auch schon so 187-mäßig aus, ne? Naja. Sehr nice. Bowl sieht wild aus. Und wir bauen Bushido-Tabak im... Was ist das? Wie heißen die? Das Humus. Das ist ein Meinst Tellermann. Meinst du nicht? Ah ja. Wir bauen heute mal eine Harmony Bowl von Tellermann. Nice. Schön Bushido, Sonnenbank-Flavor. Würde ich auch nachschneiden an der Stelle. Schön durchzurühren. Sehr gut. Nicht wundern, die Dose ist noch frisch. Da haben wir erst einen Kopf rausgeraucht. Ein bisschen Tabak ASMR. Nehmen wir das auch erstmal. Ich sag mal so, dadurch, dass die Harmony Bowl von Telamon ja schon ein sehr großes Depot hat, gibt es schlechtere Köpfe, um so groben Tabak zu rauchen. Trotzdem, ich hätte ihn ein bisschen nachgeschnitten. Aber es ist ein mega nicer Kopf, die funktionieren so genial. Ja, aber frisst halt auch Tabak. Ja, ne? Klar, aber absolut genial. Man macht das fluffig rein. Ach, das ist eine Invi. Tesseract, ne, wahrscheinlich dann. Ich kenne mich bei den Invi, um ehrlich zu sein, gar nicht aus. Nein, das ist eine. Kannst du genug sehen? Mhm. Regie gefragt, kannst du sehen? Ja, erstmal Tabak reinschaufeln, ne? Die Ränder sauber. Und da muss man ja ein bisschen reinschaufeln. Doch, der schluckt so seine 25 Gramm, schluckt der locker. Ah, ich glaube mindestens. Also wenn du den mit ein bisschen Kontakt rauchen willst, dann ist glaube ich schon...
Oh, Subway. Oh, das Schleife. Sieht aber noch sehr... Ah. Nice. Also, ah, was? Total. Aber das ist doch voll... Das ist ein sogenanntes Chaos-Setup. Chaos-Setup. Hm. Der Chaos-Kopfbau-Club. CCC. Ja, CCC. Nicht der Chaos-Computer-Club, so, so der Chaos-Kopfbau-Club. Kopfbau auch mit C. Ja, warum nicht? Naja. Ne? Oh. Guck mal da. War schon ein älteres Video, ne? Ja, das war noch im Stream. Begeistert. Was hast du denn da für eine Schnute? Wir rauchen auf der Octopus Nautilus. Nice. Oh, und ich glaube, Rauchentwicklung lässt sich auch schon langsam sehen. Aber wildes Shisha-Zimmer. Ja. Rauchentwicklung ist gut. Ja. Ja. Ich hätte es noch ein kleines bisschen gleichmäßiger verteilt. Ich würde den Bushido noch ein bisschen nachschneiden. Ansonsten wunderbar. Und einfach der SWG-Stream im Hintergrund. Ja, aber Rauchentwicklung sieht gut aus. Kopfbau war okay. Hätte man ein kleines bisschen mehr verteilen können. Aber absolut nice. Absolut nice. Definitiv. Wir hoffen, dass euch der nächste Teil vom Community-Kopfbau gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, gerne ein Abo dalassen, damit ihr auch den nächsten Teil nicht verpasst. Unsere Köpfchen sind durch. Wir sind durch. Wir hoffen, wir sehen euch dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.